Aber die Tatsache, dass der so ganz fokussiert ist und sagt, ah, mein Gehirn sagt, ich habe Durst, ich hol's mir und dann haben wir es, ist ein super Zeichen. Du wirst erleben, und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass der so alt wird, dass der rumläuft und du merkst, irgendwas braucht der. Und dann muss ich ihm Sachen anbieten. Und dann kann das auch durchaus sein, dass der nicht mehr schnallt, da ist der Wassernapf. Aber das ist schön. Nein, aber das ist doch schön, weil das würde ja bedeuten, dass der noch sehr alt wird. Boah, mit dieser Sache so, weißt du, ey, der war früher ein Weltenzerstörer und dann siehst du, ich finde das ja auch süß so mit dem Opi sein, aber... Als der 3 war, hättest du immer gesagt, ey, eine engere Verbindung kann man nicht mehr haben. Nee, stimmt. Und guck, wie eng es jetzt ist. Ja, stimmt. Komm, wir gehen raus. Martin hat noch ein paar Senior-Hundetipps, während der Grund für das Gespräch ein Nickerchen macht. Ich fasse noch mal zusammen. Also ganz wichtig natürlich jetzt, den so oft wie möglich gelenksmäßig entlasten. Mhm. Also alles, was irgendwie glatter Boden ist, ist für den scheiße. Ich würde den nirgendwo mehr rauf und runter springen lassen, auch nicht Couch. Weil gerade bei der Spondylose, wenn der runterspringt und der hängt einmal durch und das knackt, also das heißt, das bricht dann tatsächlich, das sind Schmerzen, die wünschst du niemandem. Und was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass der vielleicht mit ein bisschen Pech sogar noch einen Bandscheibenvorfall kriegt, weil dann ist die Messe gelesen. Ich würde den tatsächlich auch immer wieder versuchen, ein bisschen zu beschäftigen. Das macht er eh. Keine Zieh- und Zerr-Spiele mehr, weil das für den ja für den Kiefer eine Katastrophe gerade ist. Boah, das macht das liebt der. Gerne, ich. Ja. Das ist das Einzige, was der spielt. Naja, aber schau mal, es ist ja ein Unterschied, ob er jetzt dir was bringt und du hältst fest, und er zieht ein bisschen vor sich hin. Ja. Oder du sagst, so, lass gehen, Kapelle, nein, geh auf den Schäfer und bleib. Genau, weil auch da wieder, ne, Schädel, also Halswirbelsäule, Zähne natürlich. Und ansonsten, ne, ich würde das alles so laufen lassen, weil das alles rund ist im Grunde. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie ihr den beerdigt? Wir lassen ihn auf jeden Fall einäschern und wollen ihn dann hinten bei Felix und Schröder begraben. Ach komm, zeig mir das mal. Das wusste ich gar nicht, dass ihr die Hunde hier habt. Ein Hundefriedhof im Garten. Beim Gedenken an die Vorfahren will auch Kai-Uwe dabei sein. Ganz der Papa. Ganz der Papa. Und es war für euch immer klar, der Kai-Uwe wird auch hier beerdigt. Bei Mina habe ich zu der Zeit ja zur Miete gewohnt. Und habe es natürlich nicht da im Garten gemacht, weil ich wusste, ich werde hier nicht bleiben. Ja. Und auch jetzt bei Emma, wenn ich darüber nachdenke, ob ich die bei uns im Garten verbuddeln soll, der Gedanke, ich gehe da vielleicht irgendwann weg, der killt mich. Ich habe mal eine Reportage gesehen, dass in den USA so ein Trend war, dass die Leute Menschen einäschern lassen und aus der Asche einen künstlichen Diamanten pressen lassen. Mhm. Und da fand ich irgendwie zu Anfang immer skurril, dass du da die Schwiegermutter am Ring hast oder so. Und dann habe ich mitgekriegt, das kann man in der Schweiz für Hunde machen lassen. Ich habe Mina dann einäschern lassen und dann habe ich die Asche von Mina in die Schweiz geschickt und habe dort einen Kunststein pressen lassen. Das ist so ein winzig kleiner Diamant. Und für mich ist klar, dass ich Emma einäschern werde und dann zu Mina packen werde. Krass. Das ist so meine Vorgehensweise. Ja, auch schön. Und wir hatten jetzt den 13. Geburtstag. Boah, so am 16. Geburtstag. Ach. Backe ich für den Torte. Kai-Uwe, Chef, Junge, das möchte ich erleben. Eine schöne Leberwursttorte von Martin.